Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge äquivalenter Widerstand. Dazu lernen wir zunächst einmal die Definition eines äquivalenten Widerstandes für ein Netzwerk. Dann schauen wir uns ein Beispiel an, wie wir mit Parallel- und Serienschaltung den äquivalenten Widerstand berechnen können. Wenn wir ein beliebiges lineares Netzwerk haben mit ganz, ganz vielen Komponenten drin, dann können wir an zwei beliebigen Punkten in diesem Netzwerk Strom und Spannung messen und damit einen Widerstand bestimmen. Wenn wir das machen, dann erhalten wir den sogenannten äquivalenten Widerstand für diese zwei Knoten. Und es gilt grundsätzlich, dass ein beliebiges Netzwerk an beliebigen zwei Knoten durch einen solchen äquivalenten Widerstand ersetzt werden kann. Die Voraussetzungen dafür sind, wir haben keine Quellen in unserem Netzwerk, beziehungsweise wir haben sie alle deaktiviert. Die Komponenten müssen sich alle linear und zeitinvariant verhalten. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an, wie wir einen äquivalenten Widerstand durch Parallel- und Serienschaltung, eine Kombination von beiden in diesem Fall, ersetzen können. Nehmen wir einmal an, wir hätten diese zwei Knotenpunkte vorgegeben und wollten zwischen diesen beiden Knoten den äquivalenten Widerstand bestimmen. Dann würden wir hergehen und im Zweifelsfall an diesen äußeren Klemmen einen Strom hineinschicken und die Spannung messen. Und wir sehen jetzt schon gleich, dass wir es da nicht nur mit dem Widerstand R5 zu tun haben. Durch den fließt der Strom natürlich auch. Aber wir verfolgen jetzt einmal, wo denn der Strom, den wir hier außen einspeisen, überall lang fließt. Wie gesagt, durch den Widerstand R5 auf jeden Fall. Das heißt, den schreiben wir schon mal auf. An dem Knoten verzweigt sich aber der Strom. Das heißt, wir haben weiteren Stromfluss durch den Widerstand R2. Den zeichnen wir einmal rot ein und folgen diesem Strom weiter, bis wir wieder an dem anderen Knoten angelangt sind. Wir stellen fest, er geht auch durch den Widerstand R2. Also sind diese beiden Widerstände in Serie geschaltet und wir addieren sie. Wir sehen jetzt schon, bei unserer Messung messen wir eben nicht nur den Widerstand R5, sondern parallel dazu einen weiteren Stromkreis und, wie wir gleich sehen werden, auch weitere. Das heißt, wenn Sie diese Widerstände beispielsweise auf einer Leiterplatte haben und Sie wollen jetzt den Widerstandswert von R5 messen, dann können Sie dann nicht so ohne weiteres einfach mit zwei Messspitzen draufgehen, denn an diesem Beispiel hier sehen Sie, Sie würden den Rest der Schaltung parallel auch noch mitmessen und somit etwas komplett Falsches messen. Wenn Sie denn bei dieser Gelegenheit nicht sogar die Schaltung zerstören, weil da Ströme fließen, die vielleicht so nicht gedacht sind. Also, die Schlussfolgerung, wenn Sie Widerstandsmessungen in einem Netzwerk machen, in einer Schaltung machen, dann muss dieses Bauteil immer rausgelötet werden. Zumindest mit einem Beinchen, aber besser komplett herauslöten, damit Sie sauber dieses Bauteil bestimmen können. Okay, das war ein kleiner Exkurs. Wir kommen zurück zu unserer Schaltung. An dem Knoten, wo wir den Strom einspeisen, haben wir noch einen weiteren Zweig. Auch den schreiben wir einmal zunächst einmal extra auf. Das heißt, wir schauen hier in den blauen Zweig und folgen dem Strom, der in diesen Zweig fließt. Und
Hier sehen wir schon, der Strom fließt erst durch den Widerstand, dann durch den Widerstand R4. Obwohl die beiden Widerstände so schön nebeneinander angeordnet sind, können wir auf die Weise doch sehen, dass die beiden Widerstände in Serie verschaltet sind. Nun, wir folgen dem Strom weiter und kommen dann an einen weiteren Knoten, wo sich der Strom auf neue verzweigt. Das heißt, hier an der Stelle teilen wir unsere Aufzeichnung wieder auf. Wir zeichnen einmal den Pfad durch den Widerstand R7 auf und mit einem anderen Pfeil zeichnen wir praktisch jetzt den Widerstand R6 ein. Auf die Weise haben wir praktisch die Topologie, also die Anordnung der Bauteile, zunächst einmal so aufgeschrieben, dass es näherungsweise Formeln entsprechen. Das setzen wir jetzt Schritt für Schritt in weitere Formeln um. Wir hangeln uns von hinten nach vorne durch. Immer wenn wir eine solche Verzweigung aufgezeichnet haben, bedeutet das, dass die obere und die untere Hälfte jeweils zueinander parallel geschaltet sind. Das heißt, in unserem Fall haben wir jetzt hier die Widerstände R7 und R6 als Parallelschaltung. Und das schreiben wir der Einfachheit halber zunächst einmal mit dem Paralleloperator auf. Und hängen diesen Term Parallel R7, R6 an die Summe der beiden Widerstände, die wir vorher hatten, sodass wir also praktisch für diesen gesamten Zweig die Gleichung stehen haben. Dieser Zweig hat einen Widerstand von R3 plus R4 in Serie plus R6 parallel R7 nochmal dazu addiert. Schauen wir uns jetzt den Zweig in der Mitte an und der untere, da haben wir keine größeren Sachen, sondern die bleiben erstmal so stehen. Aber wir haben ja jetzt hier am Anfang wieder eine Verzweigung, wo 1, 2, 3 verschiedene Terme parallel geschaltet sind. Das Ganze können wir dann wieder mit dem Paralleloperator schreiben. Das heißt, wir schreiben also den ersten Term hier parallel zu die gesamte Reihe, die hier steht, in Klammern gesetzt. Und dann nochmal parallel zu der nächsten Reihe, ebenfalls in Klammern gesetzt, die hier drüber steht. Damit haben wir schon eine mathematische Gleichung für unseren äquivalenten Widerstand. Die müssen wir jetzt Schritt für Schritt ausrechnen. Und da hangeln wir uns am besten von hinten nach vorne durch. Das heißt, wir fangen von innen an, die Klammern Schritt für Schritt aufzulösen, um dann eben insgesamt den gesamten Widerstand zu berechnen. Das machen wir jetzt einmal. Wir fangen an und berechnen hier also einen Widerstand, nennen wir ihn einmal R7,6, als Parallelschaltung für R7 und R6. Und der ergibt sich ja aus der bekannten Parallelschaltungsgleichung 1 durch R7 plus 1 durch R6. Jetzt können wir den gesamten blauen Term zusammenfassen, indem wir nämlich diesen Widerstand R7,6, den wir jetzt ausgerechnet haben, verwenden. Meinetwegen diesen Zahlen werden wir dann später dann eben auch in die Gleichung einsetzen. Und wir definieren jetzt hier einen Widerstand, einen Gesamtwiderstand, der aus den Widerständen 3, 4, 6 und 7 besteht. Nennen wir ihn einmal R3476. Und das ist die Summe R3, R4, hier sieht man das auch wieder, plus diese Parallelschaltung, die wir schon als R76 zusammengefasst haben. Damit bekommen wir dann einen neuen Zahlenwert, den wir dann in die nächsten Rechnungen verwenden können. Wir fassen auch R2 plus R1 zusammen zu dem Widerstand R21. Und dann können wir die Parallelschaltung für alle drei Zweige ausrechnen, sodass wir dann für den äquivalenten Widerstand die Parallelschaltung dieser drei Widerstände haben. 1 durch 1 durch RS plus 1 durch R21 plus 1 durch R3476. Ja, mit dieser Methode können Sie sich so Schritt für Schritt durch die meisten Netzwerke hindurchhangeln, wenn Sie einen äquivalenten Widerstand ermitteln möchten. Ich muss Sie allerdings enttäuschen. Immer
ist es nicht möglich, durch dieses Vorgehen den äquivalenten Widerstand zu ermitteln. Manchmal hilft Parallel- und Serienschaltung nicht weiter, dann sind weitere Verfahren notwendig und die lernen wir in den nächsten Folgen kennen. Damit möchte ich für heute Schluss machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.